Ja, machst du kurz. Ich hatte 12 Minuten gemeldet letzte Woche. Ich habe gerade offenes Mikro. Okay, gut. Guten Abend. Ich komme heute ein wenig zu euch. Ich werde heute hier zum letzten Mal sein am Mikrofon, weil mir kotzt mir an hier diese Show. Es gibt wichtigere Sachen. Alles ist wichtig natürlich im Leben, aber ihr werdet angelöllt. Ja, nein, ist vorbei, die Zeit so. Okay. Ich möchte heute mit euch einen Kuchen backen. Und mein Kuchen heißt, übrigens, das, was ich sagen möchte, wenn jemand das aufnehmen möchte, bitte und ins Netz schmeißen. Weil hier die guten Vorträge werden nicht gezahlt. Ich gehöre zu einer Gruppe von Freunden, wir besuchen diverse Mannwarenstädte und die guten Vorträge werden ausgeblendet. Wie gesagt, ich möchte heute einen Friedenkuchen mit euch backen. Mein Friedenkuchen heißt Friedensschaum. Schauen Sie bitte im Internet unter Etymologie, was bedeutet Friede. Aber total was anderes als das, was wir hier interpretieren. Etymologie, das habe ich noch in der Schule bekommen. Lasst euch nicht täuschen, sondern erkenne die Wahrheit. Ich möchte, dass das ganze Böse auf diese Welt aufgedeckt wird, damit ihr alle Bescheid wisst. Es gibt hochgebildete Menschen, die auch sehr verlogen sind. Ich habe kein Licht mehr. Es ist wirklich sehr schade, dass einige Menschen aus der eigenen Geschichte etwas so Wichtiges nicht gelernt haben. Danke für Licht, Dankeschön. In diesem Zusammenhang bezeichnet man oft diese Menschen als Wölfe in Schlafpelz verkleidet. Obwohl es ist mir nicht gegeben, die Menschen zu verurteilen. Genau auf diesem Grund will ich keine Verurteilung pflegen. Die Fakten und die Fiktion werden gemischt. Ich bin empört, dass die Menschen so leichtgläubig sind. Ich bin sehr überrascht zu sehen, wie ignorant die Bevölkerung ist und immer wieder diese falsche Information akzeptieren, ohne etwas dagegen zu sagen. Die Menschen sind verloren und wollen nicht wissen. Ich spreche von uns hier, alle. Die Menschen sind wir alle. Wenn ich die Weltpolitik bestimmen könnte, würde ich schon die gesamte kriminelle Darsteller der Weltpolitik und ihre Entlanger sofort entlassen. Weltweit. Stolz bin ich darauf. Übrigens, es stört hier keinem, wenn ich in die Kommentare sehe, dass wir Nazi sind oder kriminell oder verrückt. Keiner sagt was dagegen. Und das stört mich. Ja, stolz bin ich darauf, dass ich mich freie Meinung, immer noch. Stolz bin ich darauf, dass ich mich die richtige Sache verschrieben habe. Ich fürchte mich davon, dass die Bevölkerung, die von ihren Regierungen intelligent geführt wird, die falschen Schlüsse zieht. Ich könnte mich niemals trennen von, hier kannst du mir helfen, mein Buch, von meiner Überzeugung. Ich stehe da. Ich war immer da und ich werde immer da sein. Ja, ich bin bewusst und selber. Ich bitte Sie, auf euch aufzupassen. Ernst. Es wird auf uns Sache kommen. Ihr träumt noch davon. Ich bin vorbereitet darauf. Spiritualität ist in jedem Menschen zu finden. Auch Spiritualität ist eine Sache, diese kapitalistische Medien. Ich wiederhole, Spiritualität ist in jedem Menschen zu finden. Da braucht es keine Organisationen, kein Dalai Lama und kein irgendjemanden. Übrigens, Dalai Lama ist nicht nur ein Agent der CIA,
Ursprünglich, er ist Moslem. Ich habe nichts gegen muslimische Leute. Ich mag sie sehr, sehr gern. Aber warum hat er das verborgen? Warum? Freiheit ist ein Geburts... Ich bin bald fertig. Ich hatte, ja. Freiheit ist ein Geburtsrecht. Und wir sind alle geboren mit diesem Recht. Ihr braucht kein Pseudomann-Wache. Entscheide dich für die harte Wahrheit oder für die bequeme Lüge. Erhebt euch. Wie gesagt, ich werde hier nicht mehr kommen, vielleicht vorbeigehen, ja. Aber nicht mehr dieses Mikrofon nehmen, weil meine Vorträge hier, nicht nur mein, die guten Vorträge werden nicht ausgeblendet. Und das in diverse Städte Deutschlands. Ich habe hier heute zwei Leute, die mein Gespräch aufgenommen haben, hier da drin. Und das wird ins Netz gehen. Ihr seid noch jung, bewegt euch, mach was, nicht glauben. Der junge Mann, der hier vorher war, er hat gesprochen über diese Waffe. Stimmt, diese Waffen sind da. Die sind da, ich sehe sie überall. Ich bedanke mich. Die, die noch mit mir Kontakt haben wollen, bitte meine E-Mail, die guten Leute müssen zusammen sie vernetzen. Ich wünsche euch alles Gutes. Dankeschön. Merci. Ja, es steht natürlich jedem frei, ob er hierher kommen will oder nicht. Aber ich kann es nicht ganz verstehen, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil hier hat ein offenes Mikrofon und hier darf jeder sprechen und wir haben sie ja trotzdem sprechen lassen, aber das war nur das, meine, was ich kurz dazu sagen wollte. Blockiert hier! Diverse Mal wurde hier blockiert hier! Man darf über viele Sachen nicht sprechen, über Pädophilie darf man nicht sprechen hier! So, jetzt darf ich...